Jo, da sind wir wieder. Es ist jetzt eine Zeit her, seit ich Firewatch das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was passiert. Mal, sicher weiß ich es noch. Genau, wir haben die zwei Weiber dort in die Flucht geschlagen, die Feuerwerk abgelassen haben. Und dann sind wir eigentlich ziemlich direkt ist der Weg zurück in unseren Turm. Haben wir unterwegs haben wir so ein stranger Typ gesehen, der uns mit der Taschenlampe angeleuchtet hat. Und dann sind wir natürlich eben schlussendlich dann da angekommen und haben gemerkt, das ist eingebrochen worden. Ja, und unsere liebe Schreibmaschine ist unten auf dem Boden gelegen. Die haben wir natürlich wieder da oben angepackt. Weil die gehört ja da hin. Wir wollen ja noch schließlich irgendwas schreiben, wo uns der Seele gut tut. Jedenfalls habe ich dann reported mit meinem Funkgerät, wo da steht, dass es möglicherweise die zwei Frauen gsi, also die zwei Teenager gsi sind, weil ich die ja doch ein bisschen angepisst habe dort unten am See. Im Nachhinein ist mir dann aber in den Sinn gekommen, dass es ja vielleicht eher der Typ gsi ist, wo dort so psychomäßig am Start gsi ist, dort auf dem Hügel, auf dem Weg da zurück. Ja nu, ich habe jetzt halt das reported. Auf jeden Fall könnte es sein, dass halt so da mit der Geschichte ein bisschen verändert wird. Es soll ja jede Handlung Einfluss nehmen auf den weiteren Spielverlauf. Wir werden es sehen, so haben wir es jetzt halt nur mal gespielt und abgeliefert. ja. Puh. Machen wir doch einfach weiter. Ja. I'm awake. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. All right. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. Hank the Tank, Frank the Tank, oder was auch immer. Genau, wir haben ja Whisky noch mitgenommen. Können wir da jetzt noch ein bisschen. Können wir die mitnehmen? Komm, wir nehmen sie mit. Oder? Ja. Genau, das Feuerwerk haben wir jetzt auch da. Eben, wenn jetzt das. Ja, jetzt packe ich es einfach wieder. Eben, aber das Inventar haben wir auch nicht wirklich, hä? Nein, ich glaube nicht. Und ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Das ist nicht. Das auch nicht. Da ist Map. Das ist auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ah ja, apropos, genau. Apropos, ich habe einmal müssen. Ich habe ja das letzte Mal aufgehört und wo ich aber das Game wieder geladen habe, bin ich natürlich dort unten wieder in der Höhle gespawnt und habe den Weg nochmal da oben machen. Und dann habe ich aber, wie ich mein Video selber geschaut habe, habe ich gesehen, dass ich dort ja noch so eine Box vergessen habe und dort ist nämlich die Taschenlampe drin gewesen. Und die haben wir jetzt mitgenommen. Was eigentlich nice ist. Ja, das kurz erwähnt. Einfach, dass ihr wisst, warum ich jetzt plötzlich eine Taschenlampe am Start habe. Ja, gehen wir. Weiß nicht, was am schnellsten ist zum Abenteuer. So. Wo müssen wir hin? Wo immer der Kompass. Oh, da sind wir.
Cripple Gulch. Was sagt sie? Wir müssen zurück zu der Höhle und den North. Genau. Dort ist sie doch, oder? Beartooth. Ja, gehen wir dort hin. Ja. Also, jetzt mal zum das nochmal. Nordwärts. Mein Kompass sagt, Norden ist dort. Aber wir gehen da den Weg noch, oder? Oder gehen wir da durch? Gehen wir einfach da. Das Zeug. Hat es da eigentlich auch Tiere? Außer die Vögel, die ich höre? Es soll ja Bären haben und Hirsch und Zeug, oder? Wir werden es noch sehen. Also ich hoffe es zumindest. Irgendwie. Hört ihr das? Ja, der Sound ist manchmal ein bisschen mies. In der Aufnahme, also ein bisschen leisig, aber ich hoffe ihr hört das. Es tönt manchmal leicht bedrohlich da. Es knarzt und tut da im Wald. Aber von dem lassen wir uns nicht beeindrucken mehr. Oh Nebel! Gorillas im Nebel. Das ist die Box, die wir schon aufgemacht haben. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? You know, I don't know. Just used to spend a lot of time with our dog, Mayhem. Mayhem? What kind of name is that? He was a German Shepherd, big as a truck. So, we'll call him Chevy. Well, we walked out of the shelter and there was some graffiti on a trash can and it said, Dicko Mayhem. And he walked over and peed all over it and there you go. That's a really cute story? It is what it is. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Huh? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, I thought about it, and that story is cute, and, sorry, but you said we? You owned him with someone? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ihre von der Julia soll erzählen oder nicht. Oh. Looks like I might have lost you. You could be down in one of those valleys. Call me if you need anything. Ja, jetzt habe ich wieder. Das ist eben halt ein bisschen das Problem. Wenn man es verhängt, das läuft ja Zeit ab dort beim Walkie-Talkie. Und wenn man dort gar nichts drückt, dann. Ja, kann man nachher auch nichts mehr drücken. Also keine Antwort mehr geben und dann. Ist es dann halt vorbei. Ja, nun. Vielleicht auch nicht das Dümmste jetzt in dem Moment. Einfach nichts sagen. Sieht es eigentlich aus, was immer. Wir sind ja. Nein. Wir sind ja völlig falsch gelaufen. Warum sagt mir das niemand? Mann. Ich muss zurück. Ah, das ist jetzt doof. Tut mir leid. Völlig lost. Da verlauft man sich auch sehr schnell, da in dem. Nebel. Also würde es einen Unterschied machen? Nein, einfach, es ist. Ja, man verliert sich halt einfach. Wenn man zulässt und dort etwas sieht und dieses und das und doch irgendwie wird vorwärts kommen und ja. Dann laufen wir halt mal falsch.
Wahrscheinlich laufe ich jetzt wieder falsch. Nein, da ist mein Turm. Dann gehen wir nämlich da oben links. Hätte ich jetzt gesagt. Wir sind ja auch von da hinten gekommen, oder? Wo ist unser Kaka-Häuschen dort? Genau. Da will ich auch noch runtergehen. Aber eben, wir gehen dort. Der vertraute Weg, oder? Was ist denn da? Du. Das nimmt mich halt schon Wunder, aber. Ah, oh, das ist. Nein. Nein, das ist nicht. Nein, wir gehen den Weg von der Mission. Wo wir haben. Und der ist da hinten. Ist unser Bille noch da? Haha. Ja. Genau. Da sind wir richtig. Drop down. Hopp. Oh. Oh. Schon sieht noch höher aus eigentlich. Oh, ja. You wake up pretty early then, huh? As soon as the sun comes up. The Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I'll get used to it. Been a bit of a night owl for a long time now. Oh, it's fine. I mean, fires don't really start until 11 a.m. or so. Seriously? No. I just thought maybe it was one of those things like how earthquakes only happen at sunrise and sunset. Oh, that's not true either, Henry. Jeez, we're really letting anyone in these days. Ja, wir haben also nicht wirklich einen Plan, he? Von allem, ein bisschen. So, jetzt sind wir dann gerade dort. Dort oben war doch der Freak. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, dann sehen wir sicher dann wieder mal. Hat sie nicht gesagt, da wo wir rauskommen? Nachher nordwärts, aber vielleicht meint sie den Haupteingang, hä? Den Haupteingang. Ja, sieht so aus. Ah, ich habe die Steuerung immer noch nicht wirklich im Griff. Naja, das kommt schon wieder. Hopp. Da. So, da ist nämlich jetzt der Weg offen. Das ist. Oder? Ja, ich habe gemeint, dass ich versperrt war, wo ich. Aber ich habe auch nicht wirklich geschaut. Ja. So, neues Gelände. Ja, leider ist mir jetzt gerade das Game abgestürzt. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt hoffe ich aber schwer, dass wir dort einen guten Safe Spot haben, weil eben letztes Mal, wo ich beendet habe und nachher geladen habe, bin ich überhaupt nicht mehr am gleichen Ort gewesen, sondern irgendwo ein paar, ja, etwa 10-15 Minuten zurück versetzt. Ich hoffe jetzt, dass es das mal nicht so schlimm ist. Laden. Ja, das ist jetzt. Bin ich sogar weiter. Hä? Ja, ich bin. Ich bin von dort hergekommen, ja. Genau, wir sind da am Kabel nachgegangen, eigentlich da durch. Und sind da drüber gehüpft. Mehr haben wir nicht gemacht. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Da ist immer noch wieder eine Dose.
Sind wir also immer auf dem richtigen Weg? Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Yeah, okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around. Oh. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. All right. Into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. So, ja, wir sind also immer noch auf der Spur von diesen Teens. Überall Bierdosen. Ich glaube, die haben schon mächtig einen sitzen. Die mögen aber was trinken, hä? Das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und dort ist irgendwie noch so ein Häuschen gelegen, glaube ich, und Go to Hell drauf gestanden. Ja, das sieht doch schwer nach denen aus. Da hinten mal schauen. Supply Drop, nimmt uns Wunder. Do you see anything from yours, like, you know, clues as to where they could be? Clues. I really like your enthusiasm for mystery. I'm just doing my job. I like it. I do. I can't wait for you to give these girls a piece of minds collective. But no, no clues. I can't see anything from here. Oh. Ja. Ja, ist ja klar. The choice. Two forks. Aber nix. Da ist nix. Schade, schade, schade. Hätte ja können sein, dass etwas Nützliches drin ist, aber leider nicht. Da. Geht's nicht weiter, hä? Falscher Weg. Aber wären wir überhaupt dahinter? Ich glaube nicht. Da sind wir, glaube ich, nicht richtig. Ah, wir gehen jetzt mal schnell schauen, wie es da so aussieht. Oh, was ist das? Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh God, it's an emergency! Really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes. Holy moly! I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the Greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if.
Nice. Man. Die geht aber voll ab, he? Spielt mit, das ist sehr geil. Aber da kommen wir jedenfalls nicht weiter. Wir gehen also zurück, wie wir es eigentlich auch vorgehabt haben. Aber wir haben jetzt einfach mal wollen gucken. So machen wir es doch ein bisschen schauen, wo, wie, was. Was gibt es zu entdecken? Aber anscheinend hat es da nichts gehabt für uns. Genau, wir gehen da weiter. Oh. Nicht runter gucken. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Ja, das sieht doch nach einem Bergsteiger aus. Oh, nicht gut. Ja, das sieht nach Unfall aus. Aber da liegt nichts. Brian Goodwin. Ah. Well, I am Yeah. flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used three or four. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Ja, schieß mal drei, oder? The fellow you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Is Ned that guy from the note I told you about? About the guy leaving his post? Oh, could be, yeah. But I think at one point they just realized this job wasn't for them. For Brian, at least. Huh. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Genau. Kamera. Ja, 18 heißt wohl. Wir haben noch 18, oder? Nehme ich jetzt mal an. Machen wir jetzt aber nicht verschwenderisch. Stecken sie wieder ein. Was haben wir da gesehen vorher? Habe ich so am Boden geschmissen. Das sieht doch so nach einem. Von einer Dinosaurierklauen aus, ne? Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh, really? Oh, really? Stone! Brauchen wir auch nicht. Jo, was passiert? Das machen wir, wo gehen wir hin? Sie hat gesagt, richtig Turm zurück. Ja, das machen wir doch auch dann. Und was hat's dann alles? Map updaten! Und eine Note hat es da zum Lesen und Blümli und Zeug und Sachen. Auf jeden Fall machen wir das in der nächsten Folge, weil jetzt ist schon wieder Zeit zum Aufhören. Was ist das? Ja, das können wir dann noch reporten. Auf jeden Fall eben in der nächsten Folge, wie gesagt, hauen die und schaltet wieder ein. Wenn es heisst, der Gritty Bounce spielt Firewatch. Ciao, 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 ciao.